Ja, wunderschönen guten Abend wünsche ich. Von meiner Seite. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ja, Von jetzt. meiner Seite. Erzähl. Ja, wir haben ein Heute. kleines Problemchen hier, Jungs Es und gibt keine Mädels. Probleme. Ja, wie man sieht, wir sind mit knapp 16 im Miese. Das ist durch die Pacht und durch die Zinsen. Haben doch nichts gepachtet. Durch die Zinsen ist das so. Und dann müssen wir jetzt mal kicken. Das heißt, erstmal ordentlich Vollgas geben. Genau, also das heißt, da werden wir auch wieder rauskommen. Wir müssen jetzt immer die Ernte gut verkaufen, weil wir erstmal jetzt auch alle Maschinen haben, die wir brauchen. Du hast gesagt, du wolltest jetzt die Kühe erstmal versorgen. Ja, ich muss die Kühe. Matze schnappt sich sein Lieblingslexion und dann, wo ist denn hier so ein Frontlader? Ach, da. Ja, Ja. dann schnapp ich mir den Lexion und fahr schon mal zum Feld hinten. Moin, moin, Wunderbar. Offiziersbauer. Dann fange ich, glaube ich, mit Gerste an zu döschen. Schön Schwatt Und legen und. ja, genau, auf jeden Fall Schwatt legen. Und dann müssen wir später mal gucken. Gut, der Ja. Lohner, ja, können. Du, mit dem Ja, Stroh hat sich das erledigt. müssen wir mal einen Ladewagen reinfahren. Ladewagen haben wir. Cebu Play, moin, moin. Hey Cebu. So, ich mache jetzt hier mal für in die Schütten einmal für Saatgut hier, ne? Streamst du auch? Ja. Alles klar, perfekt. Torte, nochmal moin moin, genau. Schön, dass du da bist. Der Lexion ist aber auch schier, ne? Ja, da hast du dir was Feines gegönnt. Ich, wir. Nur wegen dem Lexion. Nee, was wir geholt haben, ist eigentlich was anderes. Der Lexion hatten wir vorher schon uns gegönnt. Moin, Toddy. Nickfin, moin, Servus, So, was wollte ich Donne. denn jetzt? Ich bin aber irgendwie fit, ey, obwohl eine Stunde irgendwie Verschiebung ist, ey. Also, wenn du das schon mitkriegst, ja, du bist auch noch so ein junger Spund. Ja, Mikara, moinsen. Ja, heißt leck mir am Mors. Nein, nein. Das ist ja noch schlimmer. So, dann wollen wir mal ab zu Feld 10. Das erste Mal da hinten in die Richtung, Richtung Recyclinghof. Aaron Power, moin. Tim, schönen guten Abend. Ich hau da erstmal Stroh rein. Der guckt nicht so, du Kuh. Das ist eine Hupe hier, wa? Der Friese, moin moin, Segu-Fan, moinsens. Tobi, Tobi, schönen alte guten Keule, wie Abend. geht die dat? Machen wir erstmal den Drescher zum Feld und dann fahren wir noch einen Trecker mit zwei Hängern hin. Voll der coole Strim. Coole. Ach so, 820 Power, danke, danke. So. Jetzt müssen wir Gas geben hier auf der Straße. Die Leute in Rade haben keine Zeit. Wie fahren wir denn am besten dahin? Ich glaube, da gibt es nur den einen Weg hin. Ja. Müssen wir mit dem Drescher jetzt schön durch die 30er-Zone. Der Juro, schönen guten Abend. Ja, das freut mich, Tobi. Voll verdient. Was ist voll verdient? 820 Power. Ist das ein Glas? Jo, das ist ein Glasdrescher. Moin, Kingflo. Lexion 740. Aber mit einem 900er Schneidwerk. Das haben wir uns dann doch gegönnt. Eieieiei. Oh, mal ein Foto machen, würde ich sagen, oder? Polo. Ja. Einmal Cheese. Von hinten. 820 Power, ich bitte dich einmal drum zu gucken, das ist schwer zu lesen, was du da schreibst. Oder machst du das mit Absicht?
Jo, Fan und John Deere haben wir auch. Servus, Achim Wastel. Achim, moinsen. Moin moin, das Brot. So, dann können wir da Gas geben hier. Vielen Dank für die ganzen Hosts. Hier erstmal ein bisschen Platz, damit ich vielleicht die Hänger auch vernünftig stellen kann. Guten Abend, Undertaker. Guten Abend, Undertaker. Moin, moin, Yannick und Mr. Nobody. Oh, was mache ich denn hier? McBoon, auch schön, guten Abend. Mario, H55, vielen Dank fürs Follow. Z-Schrick, vielen Dank fürs Follow. Und wunderschönen ja, guten Abend. Nee, kein Bock auf Ratespielchen. Nee. Mario. Davour, moinsens. Dabur, schönen guten Abend. Mario, guten Abend. Michi, guten Abend. Hoffentlich kommt. Ach, wie war's denn? Was willst du machen? Ich meine, Curseplay war sowieso nie mein Ding. Von daher ist mir das eigentlich relativ, aber klar, für die Leute, die da gerne mit spielen, wäre das natürlich von Vorteil, ne? So, Kurbelwelle anbauen. Raffutter. Wie viele Tiere haben wir eigentlich? 74, oh Mensch. Jo. Tür zu. Gib pro Tag ein neues. Wollen wir den mal aufklappen. Namen, Little Sachse. Moin, Top. Moin, Marius. Little Sachse, du Top-Typ da. Wie habt ihr das mit dem Drive-Control geändert? Was ist mit dem Drive-Control? Du meinst bestimmt da unten die Tankanzeige. Das ist ein eigener Mod. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal auf jeden Fall eine Spur. Ah ne, wir werden alles in Schwatt legen. Was haben wir denn jetzt? Strohablage anschalten, ja. Die Haspel ein bisschen höher. So. Moin Schnitzer. Moin moin Hobbybauer. Moin Sens. Na gut, Achi, was das kann natürlich sein, ne? Dabur, alles bestens und selber. Moin moin Kiwi. Der King Juli, schönen guten Abend, alles bestens und selber. Schnitzer, nur Chris und ich. Ja, nur wir beide. Silver, moin moin. Moin, Nikis Gaming World. Moin Gamer. Bomber, den gibt's glaube ich bei Mottoster. Den Drescher. Oh, den gibt's bei. Oh Mann, oh ich. Aha. Was los? Ja, jetzt steht er wieder eine Schaufel im Weg.
unser Geld hin ist. Das ist gut investiert. Ich mache wieder Hofarbeit. CP Teig. Schönen guten Abend. Sonst müssen wir im Notfall mal wieder uns um Holzkommando. Thomas, schön, dass du da bist. Ja, kann natürlich auch sein. Ziergesheim, servus. Holz wäre natürlich auch nochmal eine Einnahme. Eine gute. Moin moin, einfallslos. Moin moin. Kleine Drivers, aber wir haben auch einen guten Fuhrpark, muss ich sagen. Na, Matze, 154. Wir kriegen jetzt pro Tag ein neues Tier. Also in 23 Tagen haben wir 100 Tiere. Jo. Weißt du, was das ist? Der Drescher, der ist schon ein bisschen länger da, eigentlich. Auf welcher Plattform streamt ihr? Auf Twitch streamen wir. Beckmo, schönen guten Abend. Hallöchen, Findus. Also wir kriegen jetzt jeden Tag ein Tier? Ja, 18 Stunden. Aber ich bin mal gespannt, ab wann wir zwei Tiere am Tag bekommen oder so, ey. Nee, wir werden ja auch irgendwann die Tiere verkaufen halt, ne? Ja, wir müssen, aber ich würde sagen, so 600 Tiere haben. Ja, ich würde schon so Richtung 200, 250 Tiere gehen und dann wirklich weggeben, weil sonst kriegen wir das auch nicht mehr gebacken. Jan Halbig, guten Abend. Wir wollen ja auch irgendwann nochmal in die Schweinezucht, ne? Ja, da züchtest, also, da kannst du mit 50 Tieren anfangen, dann hast du nach einem Tag, ja, hast du da irgendwie 75 Tiere. Eieiei. Habe ich auf meinem anderen Spielstand. Ja, CO-Play schreibt, mit Schweinen kann man gut Geld verdienen. Ziggesheim, der Chris ist dabei. Und anstehen, also ich werde erstmal dreschen. Chris versorgt die Tiere erstmal. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Dann wird wahrscheinlich schon wieder Richtung Feierabend wieder gehen. Guten Abend, Fatih. Wenn du beide Felder abgedroschen hast, dann ja. Fatih Zelepsi. Ja, ich meine, mit dem Drescher hier ist das ja jetzt auch mal schön zu dreschen. Der New Holland, der war ja wirklich... Aber gut, der hat auch seine Arbeit getan, ne? Der hat sich auch herausgearbeitet. Mario, servus. Oh, yeah. Aruka 89, vielen Dank fürs Subscriben. Vielen Dank für die Unterstützung, Aruka. Danke, danke, danke. Da bitte ein Herz raus im Chat. Für den Aruka, für die Unterstützung. Das ist natürlich wieder mega. Fatih? Sehr cool. Danke, danke. Sehr cool, Leute. Ich habe auch einen Bekannten, der heißt Fatih. Also Fatih wird das auch. Fatih? Moin, Jonas. Heute hat das CH, glaube ich, da noch. Ist das denn irgendwo von einer Abkürzung vom Namen oder ist das der komplette Name? Bei ihm ist das ein kompletter Name, aber das ist Fatih Telepi. Naja, ihr habt auch mal einen Namen. Nee, das sind 9 Meter. Das sind 47er. Für die 10 Meter wollen wir uns auf jeden Fall dann, wenn wir einen größeren holen.
Gut. Jetzt müssen wir erstmal den Trecker mit den Hängern holen. Nehmen wir uns den TMS. Der ist frei. Ah, okay, alles klar. Ah, Aruka, alles gut, alles gut, alles bestens. Das ist ja keine Pflicht. Vielen Dank dafür. Moin, moin, Gonzo. Gonzo, Saat. Saatgut kannst du mit Dünger und Getreide herstellen. So, wir haben ja gutes Wetter. Da können wir auf jeden Fall die Fenster mal aufmachen. Oder was sagst du, Chris? Ja, da kennst du mich ja. Was wir mit dem Geld gemacht haben, investiert, reinvestiert. Ohne Reinvestitionen, ne, floriert ja nichts. Man muss. Man kann ja um Geld sitzen bleiben. Dann kommt man ja nicht voran. Momentan floriert ja noch gar nichts, aber das kommt noch. Ja, das kommt noch, die kennt uns doch. So, deswegen vor 2009, LS 2019 werden wir auch hier mal wieder im Plus sein. Genau. Vielleicht. Was meinst du, Achivasse? Das kann ich gerade nicht so ganz nachvollziehen. Zeig es einem, was wir gekauft haben. Wir haben noch Felder gekauft, wir haben Schneidwerkswagen und so und Schneidwerk gekauft. Dann haben wir hier den Trecker, den TMS gekauft, der ein bisschen mehr Power hat. Wo wir ein paar größere Maschinen mit benutzen können und so weiter. Also wir haben ein bisschen investiert auf jeden Fall. Kredit haben wir zurückbezahlt, den anderen. Den haben wir komplett abgelöst, dass wir jetzt so gesehen nur einen Kredit laufen haben. Ja, s'il vous plaît. Oh, hier ist 30. Ein bisschen zu flott. Ja, s'il vous plaît. Gut, ich habe ja nicht vorne. Das ist ja kein Durchzug. Ja, doch oben und hier hinten. Naja, schön warm. Nerwulf. Ja, Ulf. Moinsens. Nerwulf, schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend, Asklepios. Für die Kuhzucht. Also ich sag mal, es ist besser eigentlich Quaderballen zu machen. Sowieso zum Stapeln alleine und so weiter ist Quaderballen immer vorteilhafter. Der King Juli. Ja, Burning Gamers, Sachse und Nordrhein TV haben auf Feld 11 das Problem, dass die von der Map fliegen. Okay. Das haben wir jetzt eigentlich nicht. Was machen die denn da? Aber das liegt ja nicht an uns. Das liegt ja an Giants noch, oder? Das war doch der Fehler von Giants, oder? Ja, das sind so bis zu 10 Meter. Also wir haben es so getestet, wenn man da am Maprand arbeitet bis zum Feld, dann werden sie wahrscheinlich mit einem Drescher da bauen. Aber die müssen ja, die machen ja eigentlich auch mit zweimal vorgewendeten oder so. Oder es ist irgendein Mod drinne. Das kann natürlich auch sein. Ich sag mal, wir haben ja keine Probleme da. Warum hat Tino und Sachse sich getrennt? Kenne ich nicht, weiß ich nicht. I don't know. Wer ist das? Moin moin Tom. Tom, moin. Deutz Farm, schönen guten Abend.
Kost nix, moinsens. Moins and cry. Mit uns geredet? Der King Louis? Nein. Mit uns hat keiner geredet darüber. Wer ist denn das überhaupt? Nee, der King Juli meint, jetzt glaube ich das mit dem Absturz von der Map. Aber mit uns hat keiner geredet darüber. Von Sachsen-Player oder Let's Player oder Burning Gamers oder also mir auf jeden Fall nicht. Mit dir, Chris? Nö, ne? Oder Nordrhein TV? MO oder Mobob oder vielen Dank fürs Follow auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Moinsen, Bauer 30. Matze, 1 5, 4, den kriegst du beim Matroster. Benchoboy, Abend. Also das am Südrand einer Mod-Map. Wenn man da zu weit an dem Rand der Map Schwatt produziert, irgendwas so in Terran High, sagen wir es so eher, dann stürzt, egal auf welcher Map, stürzt das ab. Ich hätte es so weit versucht, das rauszumachen. Man darf halt keinen Schwattbereich über den oder auch nicht zu doll mähen. Ich weiß nicht, was die Jungs dann machen. PewPewCraft, moin moin. Guten Abend, Ernstel. Ernstel, Ernstel, Ernstel. Ernstel, ich habe eine Frage an dich. Meinst du, du kriegst deine Sämaschinen-Kombi? Ich weiß ja nicht, ob du da noch überhaupt noch Arbeit reinstecken möchtest. Mit Proceed hin? Oder ist das zu viel Arbeit, das irgendwie fertig zu machen? Einfach nur mal so eine Frage. Wie gesagt, das ist jetzt kein irgendwie, das jetzt hier, ne? Moin, LS und DTS2 Zocker. PewPewCraft, moin. Klappt das mit den Kühen? Was? Klappt das alles mit den Kühen? Ja, Logo. Und Stroh, wie sieht's da aus? Stroh ist alles gut. Eigentlich können wir das auch verticken, also. Ja, Stroh, meinst du die Ballen rein, ne? Ja, das haben wir noch genug. Okay, Ernste. Aber das würden wir halt mal gerne austesten. Nur wenn, sobald wir Proceed reinnehmen und die Sämaschine mit drin ist, startet halt die Map nicht mehr. Und wir wollen die Sämaschine ja sehr gerne behalten. Also, weil es einfach die beste ist. Und da verzichten wir halt lieber momentan auf Proceed. Genau. Ja, Baby. Ich bin heute auch da. Ich freue mich, dich zu sehen, Junge. Also zu lesen, ne? Schön an Tiere versorgen. Ja,
Am besten mal bei Google nach Proceed googeln. Da ist dann eine Erklärung drin, in dem man auch bei ModHub einfach darauf gehen kann. Ja, der Chris ist endlich auch mal wieder dabei. War doch nur einmal nicht dabei. Ja, siehst mal, wie du vermisst wirst, Chris. Ja, wenn der Chef nicht da ist. Ach ja. Ja, CreepyCraft, ja. Dafür haben wir aber auch zwei neue Felder, ne? 930 TMS, den Schneidwerkklang dazu, den Vario aufgemotzt. Was haben wir noch gemacht? Miststreuer haben wir. Schneidwerkswagen, Schneidwerk. USW, also wir haben einiges eigentlich soweit eingekauft. Ja, mit dem neuen Proceed, weiß ich ja nicht, ob das der neue ist, den wir drauf haben. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwas fertig gemacht werden muss. Von der Seemaschine her. Aber das war der neueste, den ich drauf hatte. Judy, das kann, wenn jetzt die letzte Tage einer nochmal rausgekommen ist, dann ist es nicht der neueste. Aber ich sag mal, das ist jetzt eine Woche oder so her. Mit dem coolen DLC funktioniert es auf jeden Fall schon mal, oder? Also, wollt ihr wissen, ob die tolle Map Rade auch auf Konsole kommt? Ja, würde ich wissen. Weißt du da was? Thomas, die wird nicht auf Konsole kommen. Ihr fragt ja, ob wir das wissen möchten. Nee, er fragt. Ach so, wollt wissen, ob die tolle Map gerade auf Konsole kommt. Nee. Leider nicht. Zu aufwendig. Chemnitz, OBS, schönen guten Abend. Ja, man kann ja mal raussuchen, welches das Ding ist. Ob das der Fronttank ist, ob es die Kreiselecke ist oder ob es die Seemaschine ist. Mahlzeit, Piante Topic. Ja, aber viel zu tun, Creepy Curse ist auch immer gut. Ich wollte mir jetzt demnächst, ich habe mir ein Power Grid runtergeladen fürs Tablet. Wollte ich demnächst mal einrichten, mal ausprobieren am Wochenende, ob das alles so funktioniert. Das ist bestimmt nicht schlecht. Ja. Ich habe nur keine Tablet-Halterung. Es wird wahrscheinlich ein bisschen blöd dann sein mit dem Tippen, aber mal ausprobieren, wie das ist. Bomber. Fan 390 TMS bei Google eingeben, vielleicht noch alles 17 davor und du wirst fündig. Und so findet man jeden Mod, den man suchen möchte. Möchte man John Deere haben, gibt man John Deere Typenbeschreibung an, LS17, guckt auf die Bilder und dann guckt man sich ein bisschen durch. Und wenn man das 5-6 Mal gemacht hat, dann weiß man auch schon, wo man was immer findet und wird immer mal schneller damit. Kann ich nur empfehlen. Wir bauen eine andere Ballengabel.
Ah, okay, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal, werde ich es auf jeden Fall mal antesten mit dem Kuhn DLC. Was brauchen wir? Matze, hauen Sie rein. Flocken, schönen guten Abend. Guten Abend Racing, Team Oberwiese. Guten Abend Matze LS Gamer, guten Abend, hallo. Moin Matze LS Gamer. Geht der eine Matze, kommt der andere, wa? Ja. Piante, wir haben Felder gekauft, die Maschinen etwas vergrößert, die Traktoren etwas aufgepowert, einen neuen Traktor gekauft. Paulas alte Kiste haben wir noch da gelassen. Moin, Affe mit Waffe. Ja, für Power Grip bräuchte ich noch ein ordentliches Tablet. Oh, beim Silo müssen wir auch echt bald mal nachlegen, ne? Was? Beim Silo müssen wir bald mal nachlegen. Okay. Das, also das darf nicht ein. Also das zweite sollten wir bald schon mal machen. Ja. Chemnitz, was meinst du mit, du willst wo Power Grip mal probieren? Über welches Projekt haben wir uns Gedanken gemacht? Schnitzer, über welches? Wir haben Feld 10 und 31 gekauft. Ihr habt keine Probleme mit Feld 211 oder Feld 21? Muss ich mal gucken, welches das ist. 11. Guckst du mal bei mir auf dem Stream zu? Affe mit Waffe? 21? Nee. Und zwar muss ich euch mal was zeigen. Ne, Lennox, guten Abend. Ich mach mal sogar meinen Stream-Chat an, dann kommen wir da ja. Oder guckst du bei mir zu? Multistream. Das Maisprojekt auf Rade, Schnitzer. Benjamin, Abend. Es gibt vorgefertigte Grids, okay. Ich habe mir jetzt einfach diese PowerGrid-App runtergeladen fürs Tablet. Ich habe mich da noch nicht weiter mit beschäftigt, keine Ahnung. Ich bin da totaler Neuling. Einfach auf Multi-Twitch gehen, Leute. Max der Bauer. Chris ist nur die Tiere am Versorgen, also der macht nichts. Also das ist eigentlich nicht so interessant. Bauer, servus. Schön, dass du live dabei bist. Bauer 1905. Muss mal meinen Chat aufmachen, ob da einer ist. Ach so, mit der Community, Schnitzer. Ja, wir haben jetzt erstmal vor mit den Bewerbern, ne, die jetzt in die ehrliche Auswahl gekommen sind. Wird jetzt erstmal das erste Mal Sexy-Event sein. Und dann wird ja einer davon übrig bleiben. Im Bestfall und dann, ja, werden wir danach uns in die Richtung begeben, dass wir mit der Community auf jeden Fall dieses Maisexer machen. Ja. So, Affe mit Waffe, geht sofort los. Malte, moin moin. So, und zwar, erzähl ich dir mal, hier unten, das ist ja Feld 11, da habt ihr wahrscheinlich Probleme in diesem Bereich, der hier unten ist. Das gleiche gibt es auch hier und dort, weil jede Map, also die Giants momentan leider gemacht hat, ist immer der südliche Rand der Map. Tobi, gibt's Probleme, sobald man dort die Terran High Density, Density heißt das immer, ich sag immer Density, ihr wisst was ich meine, das was einen Haufen erzeugt oder sonst was, sobald das hier so ungefähr 10, 15 Meter vom Rand erzeugt wird, also kreiert wird, stürzt das Spiel ab. Das ist nicht an der Ost West- oder Nordseite der Map, sondern nur an der Südseite. Ich habe es auf mehreren Maps ausgetestet. Ist immer das gleiche. Deswegen solltet ihr, ich weiß ja nicht, was ihr da gerade macht, wenn ihr abschillt, aber eigentlich müsst ihr das entweder, müsst ihr da Gras mähen, das heißt, ihr müsst die als Graswiese gemacht haben oder sonst was. Auf jeden Fall dürft ihr hier kein Schwatt auf der Südseite der Map machen, in dem Bereich. Herr Chris, Tobi richtig. Meinte ja, Giants will da jetzt den nächsten Update rausbringen, wo das behoben wird. Ja, nicht deswegen, sondern wenn überhaupt nicht.
Und da müsst ihr halt aufpassen. Ihr müsst genau da, wo ich das Feld abgetrennt habe, bis dahin läuft alles Chico. Wenn da, wenn man, da kann man bis zum Rand quasi fast einen Schwatt legen. Bewerben kann man. Ein Vorgewende, ich habe es wirklich ausgetestet, denn geht das. Bewerben kann man sich eigentlich nicht mehr, da die Bewerbungen durch sind. Das hat sich jetzt soweit erledigt. Ja, kannst du, wenn du da einen Streifen Gras ran siehst, kannst du das machen. Wie gesagt, bei uns lief das nicht. Ich hatte das eigentlich so weit ausgetestet, dass es immer läuft. Also von daher, bei uns ist es noch nicht passiert, weil wir noch keinen Spatt gesät haben. Nick weil Beckmann, moin moin. Vorgewende immer. Genau, Hexenwehr, ne? Ja, deswegen. Ja, hau da noch ein, denkst was ran oder was weiß ich. Wir machen nämlich immer das Vorgewende Hexenwehr meistens. Also Shotstrop. Und das ist immer hier, deswegen sieht die Wiese auch hier so komisch aus. So, ne? Weil ich hatte das da ist das aufgefahren. Da haben wir hier gemäht und dann war das abgeschmiert. Hier musste ich die Hecke auch noch ein bisschen weiter raussetzen. Aber liegt nicht direkt an der Map, sondern eher an der anderen Lüt. Kann auch sein, dass es nach dem Update behoben ist, der Fehler. Dann ist das natürlich alles wieder cool. Ja, Tobi meinte ja, die wollten sich darum kümmern. Ja, müssen wir auch erstmal finden. Das ist immer so vage auszeichnen. Bevor wir da was sagen, lass lieber das Update drauf sein und dann werden sie ja mal gucken, wenn da was kommt. Erstmal muss da mal ein Patch irgendwann kommen. Welche Bewerbung? Alles keine Bewerbung mehr. Es ist kein Community. Wir suchten einen neuen Fahrer und haben jetzt aus den 150 Bewerbungen uns 9 Leute rausgesucht. Die wissen auch schon Bescheid und mit denen werden wir dann mal zunächst irgendwann zusammen streamen. Und dann wollen wir mal gucken, wer dazu uns stoßen wird. Power Grid Silver 1996, okay, Chemnitz. Muss ich mir mal anschauen, keine Ahnung. Ich habe da, wie gesagt, keine Erfahrung mit dem Power Grid. Gibt der Mod, der den Schwatt verringert? Nee, Waffe mit Waffe, das hat damit nichts zu tun. Das hat was in dem Bereich zu tun, als wenn irgendwie die Density dann nicht richtig funktioniert oder so, kein Plan. Da kannst du beim Schwatt machen, ist eigentlich egal. Das ist leider so. Deswegen, denke ich mal, sind auch viele Mod-Maps vielleicht nicht komplett ausgebaut. Man weiß es ja mal nicht. Nick Beckmann, alles bestens. Und selber, wie geht's dir denn? Also ich lagere jetzt erstmal ein, die Gerste, also weil der Preis, der ist unterirdisch. Mr. Dauerzocker, guten Abend. Mhm. Ja, Gamer, das kann man. Den alten Spielstand kann man mitnehmen auf die neue Map. Ja. Namen Fan Forever. Namen Fan Forever. Okay, Nick Beckmann. Ja, Mr. Dauerzocker, den gibt es, den Fan. So, wollen wir die Sekombi mal einsacken hier.
Wie seid ihr diesmal? Was meinst du, Benjamin? Moin moin, Mausbier! Ja, genau, Chemnitz. Benjamin, ich bin da. Juhu, hallo. Hört ihr mich? Ja. Eieiei, Nick Bergmann, okay. Na dann, wenn nichts Schlimmes passiert ist. So. Moin, Louis Schwabe. Alles klar, Louis Schwabe. Schönen Abend noch. Schön, dass du da warst. Schönen Abend noch. Nein, Chris, wir tun nur so. Was? Ja, was? Ja, so. Ja. Oder meint er meine, ob ich auch da bin? Ich bin doch da. Fanfarmer 1050, vielen Dank fürs Follow. Danke, danke. Aber das ist halt, ja, das mit dem Map-Begrenzung ist halt schwierig, wenn man eine Map komplett ausbauen will und da dieser Fehler ist, ne? Aber die werden es dann wohl noch beheben. Guten Abend, Rix Farm, Moinsen Kralle. Boah, jetzt pass auf, jetzt haben wir ein Problem. Matze. Ja. Jetzt können wir die Traktoren nicht mehr umbauen. Die Sachen, die wir doch haben, kosten uns doch nichts. Das ist, glaube ich, dem Spiel egal. Fanfarmer, moin, moin, M-Engel. Nee, hat er gemacht. Oh, Gott sei Dank. So. Chemnitz, yo, wir zocken mit Lenkrad. Community Gamer Club 4K, vielen Dank fürs Follow. Wir zocken mit Lenkrad, Chris zockt noch mit dem Logitech 3D Pro und ich zock mit der Seitenkonsole. Von LS. Yo. Ich bin am Arbeiten auf dem Hof. Hier ist ja fast gar kein Platz mehr mit unseren ganzen Frontladergeräten. Ne? Mache ich das auch mal anders. Du kannst mich nicht sehen, weil ich nicht im Matzes Bild bin. Aber auf Multistream kannst du mich sehen. Matze ein bisschen lauter machen. Wie kann ich denn Matze ein bisschen lauter machen? Im TS. Alter, dann schreist du mir das Ohr aus dem Kopf. Ja, so wie es sein muss. Guten Abend, Lemmy. Matze ein bisschen lauter. Du bist schon auf 7 plus. Das ist ja alles so. Okay, ich bin Craft, herzlichen Glückwunsch. Picken wir das, weiß ich nicht. Guten Abend, Tom LS17. Benjamin, ich dresche jetzt seit, ja, sag mal so 40 Minuten. Danke, Fanfarmer. Ja, ja, Community Gamer. Ja, aber wenn ich ihn jetzt im TS, dann wird er bei mir zu. Sag mal was? Creepy Crave, kein Problem.
denn jetzt so besser? Krasses Tuning, Abend. Moin, die Flachzange. Okay, Adrian. Hört sich das denn jetzt besser an mit Matze bei mir? Weiß ich nicht. Abend, Sturm macht. Namen Sturm macht. Was für Beats? Was meinst du? Die Flachzange? So, was wollte ich denn jetzt? Weiß ich nicht. Oder Gras holen. Gras? Naja. Überleg mal, wie oft wir am Anfang Gras gemacht haben, ne? Und wie lange wir jetzt schon kein Gras mehr gemacht haben, ne? Aber kann ich nicht deinen Multiplikator dann auch irgendwie auf 2 machen? Ja, nee. So, jetzt sag mal was. Hallo. Ich muss dich doch Lautstärke anpassen. So? Jetzt sag mal was? Ja. Hallo. Hey. Du bist viel zu klein, viel zu leise. Viel zu klein? Viel zu leise. Da mach ich auch keinen Spaß hier. Der Landwirt, moin moin. Jetzt geht's ab. Jetzt kannst du mal was sagen. Jetzt geht's. Frisches Gras ist immer gut. Auf jeden Fall. Auf Twitch, ich schaue auf Handy, da wird mir so ein Dreieck angezeigt. Juicer HD, vielen Dank fürs Follow. Herzlich willkommen. Da wird dir so ein Dreieck angezeigt, okay? Keine Ahnung, was das ist. Was ist das für ein Dreieck denn? Moin moin, Monster Bonnie, hallo. Lief Lüt, ich bin auch wieder da. Ja. Sehr schön, dass du wieder da bist. Liebe Lüt, hey dat. Lief Lüt. In der Leiste, wo ich schreiben kann, okay? Kostet wieder was oder was ist das? Mit Sicherheit. Moin, Hannes Time. Bomber, ich komme aus NRW. Nähe Aachen und München-Gladbach. Na, Chris muss doch schon einen Ladewagen holen. Da wir keine Ballenpresse haben. Die Wehrpflicht eingeführt wird, okay, warum? Die wurde abgeschafft. Fabrik. Moin. Tja. Nick Finn, schönen guten Abend. Tja. Chris, du hast der Flachzange was versprochen. Chris ist gerade irgendwie nicht da. Kong Max, moin. Aber ich muss mal gucken, dass ich jetzt den Drescher mal eben leer mache. Wie hast du den Gaspedal eingestellt? Warum? Da habe ich nichts dran eingestellt. Also du musst getrennte Pedale angeben auf jeden Fall. Niedigen, sagt mir auf jeden Fall was. Affe mit Waffe. Julius, schönen guten Abend. So, ich weiß nicht. Jo, alles Bestens uns selber. Okay, Josa HD, habe ich nichts von gehört. Da bin ich sowieso raus, aus der Wehrpflicht. Aus der Wehrpflicht? Ja.
Das ist bei mir an mir vorbeigezogen, der Cage. Leon Pappe, Servus. Chris, die Flachzange, hat gesagt, du hast ihm versprochen, im letzten Stream 10 Minuten jetzt Plattdeutsch zu sprechen. Ach, schon wieder? Das weiß er doch gar nicht. Ach, niemals habe ich das gesagt. So gut ist mein Plattdeutsch überhaupt nicht mehr, leider. Ich wüsste gar nicht mal, was die 3 Minuten. Guck mal, 3 Minuten, da muss ich schon überlegen. 3 Minuten schnacken, Schuld. Oh, Plattdeutsch. Außer also, hau die Hacken in Tam und Muckau. Was anderes, Ecke, wie dich nehmen die eh nicht mehr. Achso, bei der Bundeswehr. Ja, mich auch nicht. Ja, da ist alles dran. So, ich bin auch wieder unterwegs hier. Das ist der gesamte Mod Drive Control. So, aber ich glaube, ich soll mal hier mit meinem Ladewagen einmal in die große Wiese und nach unten hin donnern. Ja, glaubst du das? Ja, wurde mir gedacht. Diese Türen hier, ich weiß auch mal nicht, welche auf. Oh, yeah. Tom LS, danke fürs Subscriben. Tom LS 17, vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Ja, dann bitte einmal ein Herz für Tom LS 17, bitte. Im Chat. Das hat er sich verdient. So, das so. Und dann so. Aber kurz noch mal einen Schmuggern, bevor ich hier lospacen tue, ne? Muss nur noch Gras holen, dann sind wir so weit wieder schier mit denen. Kong Max, perfekt. Ne? Ja. Min Imming hätte mir das Plattsnacken noch beibrücht. Deine Oma hat dir das Plattreden noch beigebracht. Ja, Plattsnacken schon, aber... Wenn du das nicht so oft down dies, ist das immer ein bisschen schwor, ne? So wie mit Englisch. Ja, die Flachzange. Was willst du machen, ey? Das ist halt Fußball, ne? Da kann alles passieren. Benjamin, ich soll gleich hier ein bisschen Plattdeutsch schnacken. Plattdeutsch schnacken, aber erstmal gehe ich ein Schmöken. Schön Schmöken und dann gerade wieder. Ja. Zappi, schönen guten Abend. Creepy Crap. Das Brot. Ich habe mich einmal früher auf der Schöneberg gezeigt im Stream. Was meinst du damit? Moritz, moin. Das Brot, was meinst du damit, dass ich euch irgendwie einmal im Stream gezeigt hätte? Ne? Auf der Schönebeck. Oh, ja, Benjamin, ja. Dann kann ich mir das gut vorstellen, dass du K.O. bist.
User, ja, das stimmt. Das geht leider nicht. Das machen wir halt, wenn wir diese Events machen, dann können zocken wir mit der Community zusammen. Das geht halt auch leider nicht, da wir auch private Sachen drin haben und so weiter und ja. Sorry. Ich habe keine Facecam. Das Brot. Ich kann es nicht gewesen sein, da wirst du mich irgendwie verwechseln. Crackbone, Abend. Moritz, eine 89 habe ich. Also Strix. GeForce GTX. LS-Hase, Abend. Ja, was soll das denn? Das ist ja nicht ranzig. Wie wir auf unseren Namen gekommen sind. Ja, wir wollten auf jeden Fall irgendwas mit LS, ne? Landwirtschaftssimulator. Und da wir versuchen, so gut wie möglich real zu spielen, haben wir halt gedacht, LS View Drivers, ne? Jo. So, ich bin unterwegs. Ich gehe nochmal hier ein bisschen. So. Oh, das ist doch die Musik hier. Schön entfernt. Hier, die Nachbarn sind auch am Dreschen, ne? In Rade. Domme, Abend. Enzel, hauen Sie rein. Die Flachzange eher weniger. Da habe ich kaum Zeit für. Und da sowieso immer ausverkauft ist, geht das sowieso nicht. Das ist ausverkauft? Ernst, gute Nacht. Ja. Jo, ich höre hier schön Radio, schön RSH hier in Schleswig-Holstein. JCB Power. Denk nicht mal dran. Oh, vielen Dank fürs Follow. Racing ist schon im Auge. Natürlich ist der. Da haben wir Kevin dran gemacht, als wir den Beinwagen geholt haben, haben wir Kevin gesagt, du bist auch hier so einer und bauen mal die Blinker da. Die waren und irgendwie haben wir die Kabel vertauscht. Ja, Achi, weißt du, das ist uns schon aufgefallen. Tobi, was meinst du mit Racing ist schon im Auge? Hä? Ach so, alles klar, Tobi. Ist schon gut, brauchst du nicht mehr. Matze? Ja. Matze. Ja, rede doch mal mit mir. Ja, ich schnack doch genug mit dich. Mit dich? Ist, Alter, jetzt fängt auch noch so an. Oh, boah, hier mal ein schönes, großes Futtergras, ne? Ich denke mal, LSA, also da kann der Chris ja bestimmt mal helfen. Ja, klar. Ich würde mal behaupten, dass der Fendt ein bisschen zu groß ist für den Ladewagen, Matze. Ja.
Yep. Ich habe schon Futter gemischt. McColb. Moin Sam. Ich hole jetzt das ein Futter für das mit dem Gras und da direkt auch Echsenmal. Alles andere Kraftfutter haben die ja genug. Gras, Stroh, hab alles wieder schön versorgt. Und dann muss ich ja mit dem Ladewagen da Stroh aufnehmen, ne? Matze? Ja. Ja. Wir haben ja keine Ballenpresse. Sie redet heute nicht so gern mit mir. Doch. Immer. Immer, ist richtig. So, jetzt fahren wir hier einfach mal wieder zurück. Knappe 36.000. Ja. Deswegen müssen wir jetzt eigentlich heute nochmal so viel Getreide verkaufen, dass wir nochmal ins Plus kommen. Beziehungsweise das ganze Stroh, da kriegen wir ja vielleicht ein bisschen was für. Aber wir müssen die Messer, die können wir ja auch nicht. Wir haben ja keine Kohle mehr. Mann. Wie sehen denn die Messer aus? Und 25% Abnutzen der Messer. Was haben wir zweimal geteilt? Hast du heute was zweimal geteilt? Nee. Alles klar, Benjamin. Schlaf gut. Muckau, Benjamin. Zecke, moin Sens. Zecke, moin. Aber ich glaube, wir werden jetzt gleich auch Feierabend machen für heute, oder? Ja, du hast ja nur ein Feld weg, oder was? Ja, dann haben wir jeden Fall noch für nächstes Mal. Ja, wir müssen schon irgendwie gucken, dass wir aber auch heute nochmal ins Plus kommen, ne? Weil sonst haben wir nachher minus 100.000 auf dem Konto. Verstehst du? Und dann können wir auch nichts zurückzahlen. Ja gut, dann können wir noch ein paar Sachen verkaufen. Wir müssen halt gucken, was wir verkaufen. Dann nehmen wir einen Kredit mit einer Mille. Man muss das ja mal so machen, dass das hier für Spieler auch ein bisschen wehtut, ne? Man kann natürlich beim Mod irgendwie das auf 2% Zinsen machen oder so, aber das ist ja auch wieder nicht. Ja gut, das ist eigentlich auch wirklich, ne? Das ist unrealistisch, 36.000 an einem Tag, ne? Wir waren halt beim Kredit high.
Alex! Oh, sorry, Alex, moinsens. Alex, schönen guten Abend. Noch cooler wäre das, wenn das eine Rate wäre, die man quasi runterrechnet, dass er das automatisch immer gleich wieder gut schreibt. Das wäre cool. Und das macht er ja. Das macht er ja leider nicht. Silva, schön, dass du da warst und komm gut zu League. Jo, Silva, bis zum nächsten Mal. Luke, schönen guten Abend. Okay, Alex. Komisch. Du, würden wir auf Mittel oder auf Leicht spielen, dann hätten wir schon alles, was wir brauchen, glaube ich. Mit Sicherheit, aber das macht ja nicht den Reiz aus. Ja, das ist Hardcore-Arbeit, was wir hier leisten müssen. Oh, den Stein muss ich noch säubern. Das Brot, schlaf gut. Wo ist eigentlich CMMG? Ja, schon lange nicht gehört. Lechner LP 702, vielen Dank fürs Follow. So, das sieht auch mal wieder Ski aus. Die Produktionsrate 18 Stunden. Na, LS-Hase, manche, ne? Lechner, alles klar. Schön, dass du da bist. Alles klar, Matthias. Oh. Der Silo ist voll, also der Futterdings ist voll. Leon Pappe, vielen Dank fürs Follow. Alles bestens, Lechner, und selber? Ja, Undertaker, alles einberechnet. Weißt du doch. Wo ist Holly eigentlich, Undertaker? Und der Mikey mit dem Paddel? Was ist hier los? Das ist schon alles wieder auf dem Hof, oder? Ja. Du willst doch jetzt hier nicht das Dingens abstellen, oder? Doch, das brauchen wir demnächst nochmal wieder. Dude, 016, vielen Dank fürs Follow, schönen guten Abend. Jonas, du willst einen Feierabend machen, auch vielen Dank fürs Follow. Bitte? Du willst einen Feierabend machen? Ja, für heute würde ich sagen. Also,
Alex1987, vielen Dank fürs Follow. Muss man mal wieder früh raus. René River, schönen guten Abend. Würde ich sagen. Also, wir haben jetzt. Was Lustiges zu gucken haben. Ja? Was? Was sagst einmal du? Bei den Nacktmullen einmal hin. Das ist immer lustig bei den Jungs. Ein norddeutscher Typ. Der, seht ihr auch die Gemeinderade, nur ein bisschen mit einem größeren Fuhrpark, sag ich mal so. So, wir haben jetzt 74.000 Weizen, 41.000 Gerste, 53.000 Raps und noch 5.000 René River, vielen Dank fürs Follow, und noch 5.000 an Sojabohnen. Und da haben wir ja noch ein Feld, was wir mit Sojabohnen noch abernten können. Das heißt, wenn alles gut geht, würden wir damit schon so 200.000 bestimmt machen. Hast du gehört? Meinst du? Ja. Wenn die Preise alle gut sind, ne? Wir müssen ja nur 500.000. No. Wie gesagt, den Tieren kriegen wir auch einiges hin. Jo, Hobbybauer, dir auch. Gut. Dann sag ich mal an dieser Stelle, wir werden uns die Tage auf jeden Fall wieder hören. Und dann geht's weiter mit der Sojabohnen, mit den Sojabohnen. Mhm. Die müssen wir auch noch runterholen. Und dann, ja, geht's weiter mit Säen, Stroh reinholen und so weiter, ne? Alles, was so ansteht. Werden wir mal, Leute, schaut mal bei den Nacktmullen vorbei. Die sind echt lustige Leute. Ja. Da hab ich auch schon ein Follow dagelassen. Alles klar. Feiner Kerl. Dann sag ich jetzt alle hin. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Subscriber, vielen Dank für die Follows und dann sag ich mal schönen Abend noch an euch, ne? Und bis dahin, ciao! Ciao!